Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Schauen wir uns mal eine weitere Aufgabe an, die im weitesten Sinne mit Schneiden von Geraden zu tun hat. Das heißt, wenn wir ein gleiches System lösen wollen, mit zwei Unbekannten und zwei Gleichen. Also, diesmal ist es eine Textaufgabe, wo man erstmal wiederum die Information rauslesen muss. Nämlich addiert man zu Zähler und Nenner eines Bruchs jeweils 1 dazu, so ergibt der Bruch 3. Und die zweite Voraussetzung, die zu unserer zweiten Gleichung werden wird, ist, addiert man das Dreifache des Zählers und die Hälfte des Nenners, so ergibt es 25. Okay, jetzt probieren wir erstmal herauszufinden, ja, was sind denn die Variablen? Ja, was ist gefragt? Ja, wir wollen herausfinden, Nenner und Zähler, das ist aus der Frage ersichtlich. Das heißt, wir definieren, x ist unser Zähler und y ist unser Nenner. Damit können wir jetzt arbeiten, weil jetzt können wir hier diese Voraussetzungen in Gleichungen formen. Addiert man zu Nenner und Zähler eines Bruchs jeweils 1 dazu, das heißt im Zähler steht jetzt nicht mehr x, x ist unser ursprünglicher Zähler gewesen, sondern wir addieren 1 dazu, das heißt x plus 1. Und im Nenner steht y um 1 addiert, ist y plus 1, so ergibt der neue Bruch, also dieser Bruch, den wir hier haben, 3. Das ist unsere erste Gleichung. Schauen wir die zweite Gleichung an. Addiert man das Dreifache des Zählers, also 3, das Dreifache von x, also 3x, und die Hälfte des Nenners, also plus die Hälfte des Nenners, die Hälfte von y, ist ein halb y, so ergibt es 25. Also schreiben wir gleich 25. Jetzt haben wir die zwei Gleichungen. Allerdings ist die erste Gleichung, die sieht mir nicht besonders schön aus. Das heißt, hier können wir erstmal ein bisschen umformen, dass wir es in die gewohnte Form bringen. Das heißt, hier würde ich empfehlen, lösen wir diesen Bruch auf, machen wir mal y plus 1. Das heißt, wir haben dann hier auf der linken Seite steht x plus 1. Auf der anderen Seite steht 3 mal y plus 1. 3 mal Klammer auf y plus 1. Also immer aufpassen, die Klammer nicht zu vergessen. Und dann, wenn wir das ausmultiplizieren, hier jedes mit jedem machen, dann steht auf der linken Seite immer noch x plus 1. Auf der rechten Seite 3 mal y ist 3y. 3 mal 1 ist 3. Also haben wir die zweite Gleichung, x plus 1 ist 3y plus 3. Und jetzt haben wir diese andere Gleichung und wollen jetzt die miteinander verrechnen. Nun, bei solchen Gleichungen bietet es sich an, zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, dass wir hier das Einsetzungsverfahren machen. Das heißt, wir lösen irgendwo hier noch eine Variable auf und setzen es in die andere Gleichung ein. Damit haben wir eine Variable eliminiert, das heißt gelöscht, und wir können dann die Gleichung ganz einfach lösen. Machen wir das hier, ist am einfachsten. Wir können hier noch x auflösen und dann setzen wir das hier in diese andere Gleichung ein. Das heißt, ich mache hier minus 1, das heißt, diese 1 verschwindet, heißt da x gleich nun 3y plus 3 minus 1, das ist 3y plus 2. Und jetzt habe ich schon mal x in Abhängigkeit von y, das heißt, ich kann es dann hier einsetzen und habe dann nur noch y stehen. Das heißt, wenn ich das hier mal illustriere, auch hier was ergibt das 3x, das heißt 3, aber statt x setzen wir jetzt unser Ergebnis hier ein, nämlich 3y plus 2, aber immer auch aufpassen, wenn man das x mit etwas Neuem ersetzt, auch immer die Klammer zu setzen, weil sonst erfasst die 3 nur die 3y. Also immer da Klammer setzen, lieber eine Klammer zu viel, dann plus 1 halb y, das bleibt stehen, gleich 25. Jetzt haben wir eine Gleichung, wo nur noch y vorkommt und Zahlen. Das heißt, wir können die nach y auflösen. Dann haben wir schon mal die Lösung für unseren Nenner. Das heißt, ich mache das mal hier mal jedes mit jedem. 3 mal 3y ist 9y. 3 mal 2 ist 6. Plus 1 halb y. Gleich 25. Jetzt wollen wir alle y auf die eine Seite, alle Zahlen auf die andere Seite bringen. Das heißt, ich subtrahiere 6. Und die y kann ich schon zusammenfassen. 9y plus 1 halb y, das ist 9,5, 9,5 oder 19 halbe. Y, 25 minus 6, das ist 19. Und jetzt löse ich das dann noch y, das heißt, ich muss noch multiplizieren mit 2 Neunzehntel. Ja, weil 19 halbe mal 2 Neunzehntel, das gibt 1, das heißt, hier steht einfach nur ein y oder y. 19 mal 2 Neunzehntel, da kürze ich die 19 raus, ist 2 Einzel, also 2. Jetzt wissen wir schon mal, also eine Lösung, nämlich, dass unser Nenner 2 ist. Fehlt nur noch der Zähler. Wie finde ich jetzt am einfachsten raus? Nun, wir haben hier schon noch x aufgelöst, das heißt, wir müssen nur noch hier oben einsetzen.
Das heißt, ich schreibe das mal hier runter. Das heißt, x gleich 3 mal y, das ist 3 mal 2, plus 2. 6 plus 2, das ergibt 8. Also wissen wir, x gleich 8. Und unser Bruch, den wir am Anfang hatten, hat also einen Zähler von 8 und einen Nenner von 2. Das war der ursprüngliche Bruch, der ich so war. Nun, das ergibt natürlich 4, aber das war nicht gefragt. Dankeschön.